dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Ja, morgen Abend geht's gegen den FC Hansa Rostock. Bei uns steht unser Torhüter Morten Behrens. Morten, das Ingolstadt-Spiel ist jetzt 2 Tage her. Beschreib nochmal dieses bittere 1:0 kurz vor Ende der Partie. Wie du es gesehen hast, war ja aus meiner Sicht eine Top-Parade. Ja, also wir haben natürlich lange die Null gehalten und dann durch so ein bitteres Gegentor leider noch das Spiel verloren. Ich habe so gesehen, dass die Flanke von außen kam, flache Reingabe und auf den zweiten Pfosten kam der Ball und ich habe mich einfach nur noch davor geschmissen und den Ball dann mit den Rippen noch abgewehrt, aber der ist dann leider Corby unglücklich noch vor die Knie gesprungen, sodass er nicht mehr ausweichen konnte. Hast du mit Corby darüber nochmal gesprochen, weil der Junge war ja am Ende zu Tode betrübt? Ja klar, also ich kann ihn verstehen, obwohl ihm da natürlich gar keinen Vorwurf zu machen ist, da konnte er nicht mehr ausweichen, aber ja, wir haben noch kurz drüber gesprochen, dass er dann natürlich überhaupt nichts machen kann. Du hast zuletzt konstant gute Leistungen gezeigt. Du hast eben auch angesprochen, das Thema ist natürlich auch möglichst wenig Gegentore zu bekommen. Ist ja sicherlich auch ein Credo von dir persönlich, möglichst wenig Treffer ja, hinter dir zu haben sozusagen, ne? Ja klar, also gerade letztes Jahr haben wir es ja auch gut gemacht. Deswegen weiß ich, dass wir es auch besser können. Und ja, in den ersten 11 Spielen waren es jetzt zu viele Gegentore, das ist auch klar. Aber ja, ich denke, wenn wir so wie die letzten 3 Spiele, wo wir jeweils nur ein Gegentor bekommen haben, so weiterarbeiten, dann ist auch bald wieder ein Spiel zu Null drin. Was sind so Dinge, wo du sagst, das gehört zu deiner täglichen Arbeit mit dazu, um einfach bestmöglich fokussiert zu sein auf so ein Pflichtspiel? Ja, einfach die tägliche Routine im Training und auch sich da von dieser Situation jetzt gar nicht so sehr beeinflussen zu lassen. Ich glaube, das hemmt dann eher. Ja, man muss einfach weiter dran glauben, ohne jetzt irgendwie schon ja, was im Kopf zu haben, was sein könnte. Wir müssen einfach weiter arbeiten und unsere Leistung abrufen. Morgen Abend ist sozusagen dieses Brückenspiel in dieser englischen Woche. Hier zu Hause geht es 19 Uhr gegen Hansa Rostock unter Flutlicht. Leider ohne Fans, dieses Ostderby. Trotzdem ist das spürbar an der Mannschaft, dass es ein Ostderby ist. Und ja, wie groß ist auch die Vorfreude, gegen Hansa spielen zu dürfen? Ja, wie du sagst, also es ist ein großes Spiel. Gerade letztes Jahr hier im Stadion mit Fans. Das war eins meiner Highlights bis jetzt hier. Von daher ist es natürlich sehr schade, dass wir ohne Fans spielen müssen. Aber ich denke, jeder weiß, dass es ein Ostderby ist und deswegen werden wir auch alles raushauen. Was erwartest du von Hansa? Was ist das für ein Gegner? Wie hast du sie bislang gesehen? Ja, ich denke, das ist eine gute Mannschaft, stehen oben drin und wollen sich da natürlich auch festsetzen. Haben eine kompakte, geschlossene Mannschaft, in allen Mannschaftsteilen gut besetzt. Von daher denke ich, wird es ein gutes Spiel. Morten, vielen Dank für deinen Ton. Wir wünschen dir morgen Abend viel Erfolg und natürlich, dass die Null steht. Dankeschön. Ja, ich stehe hier mit unserem Trainer Thomas Hossmann. Trainer, jetzt am Mittwoch, besonderes Spiel sicherlich, Ostduell gegen FC Hansa Rostock. Mit welchen Gedanken bereitet man sich denn auf so eine Partie vor? Ja, ist nur, was du gesagt hast, ist ein ostklassiger Ostderby und wenn man jetzt in das Rund guckt, ist es halt schade, dass das nicht gefüllt ist, weil ich denke, so ein Spiel hat auch viele Zuschauer verdient, die drauf lechzen. Und gerade wir als Heimmannschaft hätten die Unterstützung gebrauchen können, ist halt so. So und es geht um 3 Punkte. Ja, wir haben die Möglichkeit, wenn wir die gleiche Art und Weise an den Tag legen wie in Ingolstadt, wo wir klar gesehen haben, dass es bergauf geht, ohne Ergebnis, dass wir einfach um die 3 Punkte hier spielen und die 3 Punkte wollen wir hier lassen. Ja, du sprichst es gerade an, das Spiel in Ingolstadt, Teil 1 der englischen Woche, hast auch gesagt, eigentlich ein gutes Spiel. Was ist tatsächlich was, was ihr jetzt in der Auswertung auch noch im Speziellen mitgenommen habt? Ja, das war, denke ich schon, eine klare Entwicklung gesehen haben, was ich immer gesprochen habe und was gerade auch die Positionierung im Ballbesitz betrifft, wie wir dann eben auch, wird ja auch mal Ballverlust sein, dass wir dann eine gute Struktur hatten, sofort die Bälle erkämpft haben und auch mit der gelb-roten Karte trotzdem eine gute Struktur noch hatten bis zur Halbzeit und dann eben auch nach der Halbzeit um das Tor verteidigt haben. So, und trotzdem das Gegentor bekommen haben und trotzdem hat sich die Mannschaft aufgerappelt, ja, die letzten 5, 6, 7 Minuten und wir hatten noch die Chance mit Brünker, wir sind nicht auseinandergefallen, wir wollten weiter, wir waren präsent, wir hatten, denke ich, auch
eine gute Körpersprache an dem Tag und alle haben daran geglaubt, dass da irgendwas geht. Und das sollten wir mitnehmen. Klar müssen wir in der letzten Zone konsequenter sein, im letzten Drittel des Spiels. Und das ist noch ein Thema, wo wir darauf hingewiesen haben, was wir auch gesehen haben im Video. Und einfach, ja, jetzt erst recht, ne? Wenn ich die gelb-rote Karte sehe von Jasu, klar waren das zwei Fouls, wo man gelbe Karten hätten geben können. Aber wenn der Schiri so ein bisschen erfahrener gewesen wäre, ein bisschen mit Fingerspitzengefühl gehabt hätte, dann hätte man das anders lösen können. Und die Mannschaft ist nicht weggekippt. Ne? Sie war stabil in ihrem Ganzen. So, und das wollen wir einfach reinhauen jetzt hier am Mittwoch und da einfach positiv rangehen. Frage zum Personal. Einige haben sich Sorgen gemacht, nachdem Flo Kart ausgewechselt werden musste, leicht angeschlagen war. Zum einen, wie geht's ihm und wie sieht es sonst aus? Ja, Jasu und Dodo Ernst sind gesperrt. Dodo hat ja noch dort die fünfte gelbe Karte gekriegt. Jasu gelb-rot und Flori Katsch entscheiden wir morgen früh beim Training, was geht oder ob es nicht geht. So, und alles andere ist fit. Ja, ich denke mal, die Jungs haben eine gute Leistung gebracht, die auf dem Platz standen. Und jetzt müssen wir halt schauen, ob wir was ändern und sollten wir was ändern. Letzte Frage nochmal, gerade vor so einem speziellen Spiel, so einem emotionalen Spiel, so einem Ostduell dann mit Rostock. Wie kriegt ihr dann die Mannschaft so hin, dass sie genau auf dem Punkt, sagen wir mal, in die richtige Richtung fit ist, als dass sie die Motivation voll hat, ohne dann vielleicht sogar über den Punkt rüber zu gehen? Weil so ein Ostduell, das kann ja natürlich auch schnell mal emotional werden. Ja, ich hoffe, das wird emotional und wir sind wieder so präsent und unterstützen uns wie in Ingolstadt. Und wir hatten ja einen Tag weniger Zeit zum Nachdenken, Rostock einen Tag mehr nachzudenken. Beide Mannschaften haben verloren und trotzdem brauchen wir Emotionen auf dem Platz. Wir brauchen diese Leidenschaft, diese Gier und einfach diese Bereitschaft, mit kühlem Kopf und heißem Herzen da auch ranzugehen an diese ganze Sache. Und das wünsche ich mir einfach, dass wir da überhaupt nicht nachdenken, dass wir vielleicht ein bisschen benachteiligt worden sind in Ingolstadt. Aber mit diesen 90 Minuten, ja, dann sollte was gehen. Und das wünsche ich mir einfach, dass die Jungs diese Bereitschaft haben. Wir haben das nochmal klar eingefordert heute hoch in der Besprechung, auch im Training schon wieder, dass ja der Fokus da sein sollte und diese Konzentration. Und ich denke schon, dass wir das hinkriegen, 19 Uhr. Alles klar, danke dir, Trainer, und viel Erfolg morgen gegen Rostock.